Günstig, schnell und zuversichtlich ist die Seite SebiMods. Diese verkaufen von Unlock All Accounts bis hin zu Money und RP Boosts wirklich alles. Ja, sie haben auf jeden Fall wirklich, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr günstige Preise. Ja, die sind auf jeden Fall sehr in Ordnung und haben auch eine sehr gute Bewertung. Ja, ihr könnt auch mit jeder Zahlungsmöglichkeit bezahlen. Mit dem Rabattcode MUTE10 bekommt ihr 10% Rabatt auf jeden Einkauf auf deren Webseite. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Was geht? Willkommen zu diesem Video und heute zeige ich euch mal ein neues GTA 5 Update. Beziehungsweise ich werde euch heute zeigen, was Tess W2 auf Twitter gepostet hat. Da hat er nämlich ein paar Posts rausgehauen, das ist zwar schon jetzt 2 Tage her. Allerdings werde ich euch trotzdem darüber informieren, da es sein kann, dass wir jetzt bald ein neues Update in GTA 5 Online bekommen werden. Und das könnte eventuell das Summer DLC wieder sein, was wir jeden Sommer gefühlt immer bekommen. Wir bekommen ja fast jeden Sommer wirklich immer ein Update mit neuen Inhalten, mit neuen DLC, mit neuem Content, alles drum und dran, mit neuen Jobs, alles, was halt zu einem Content-Update dazugehört, was das auf jeden Fall hier alles ist, werde ich euch versuchen zu erklären. Ja, ihr könnt mir auf jeden Fall mal eure Wünsche zu dem neuen Content, beziehungsweise zu dem Update, ganz einfach in die Kommentare schreiben, was ihr für Content erwartet, was ihr haben möchtet, was ihr von Rockstar Games erwartet, was ihr allgemein noch von GTA jetzt hier aktuell erwartet, weil ihr wisst, GTA ist nicht mehr so das beste Spiel. Und ja, auf jeden Fall hat er hier gepostet, hier habt ihr das einmal eingeblendet auf Englisch, ich übersetze das direkt mal ins Deutsche und da steht: Something new for a change is coming soon to GTA Online in about 2 weeks or so. Also in ungefähr in 2 Wochen ungefähr kommt ein neues Update. Also es wird sich ein klein wenig was verändern, eventuell neue Gebäude, die wir benutzen können. Das steht uns alles noch offen. Da müssen wir uns wirklich überraschen lassen und ich hoffe, euch hat mein Englisch gefallen. Ich hoffe, das hat soweit gepasst. Auf jeden Fall hat er da quasi geschrieben, dass etwas sich in GTA verändern wird. Also in GTA Online, nicht im Story-Modus, sondern in GTA Online. Und ja, und das ist ungefähr in 2 Wochen und das ist auf jeden Fall auch richtig geil. Also ich freue mich tatsächlich schon drauf. Ich habe so gut die Hoffnung in GTA verloren. Aber ja, ich habe immer noch ein klein wenig Hoffnung in diesem Spiel. Und ja, auf jeden Fall hat er noch diesen Post quasi beschrieben, wenn man das so haben möchte. Das werde ich euch noch einmal einblenden hier. Und da steht jetzt nämlich direkt auf Deutsch übersetzt: Der Sinn des Tweets bestand darin, etwas Neues aus den üblichen Ereignissen, die wir erhalten, anzudeuten. Hätte die Spekulation früher entschärfen müssen, also er hätte es schon früher ansprechen müssen. Er hätte die Bombe früher platzen lassen sollen, also jetzt hier wegen dem Content, was jetzt hier in 2 Wochen eventuell dann kommen würde. Das ist auf jeden Fall richtig geil, wir können uns auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen freuen. Wir haben jetzt auch bald Sommerferien, also die meisten von uns, die haben ja ein bisschen früher Sommerferien. Ich habe zum Beispiel auch jetzt hier in circa 5-6 Wochen ungefähr schon Ferien und beginne dann auch endlich zu arbeiten. Und ja, habe ich auf jeden Fall wirklich richtig Bock drauf. Ihr könnt mir ja auch mal schreiben, ob ihr auf sowas auch richtig Bock habt. Ja, auf jeden Fall machen wir an der Stelle ganz einfach weiter. Er hat halt mit diesem Tweet quasi nochmal alles zusammengefasst, sich auch quasi entschuldigt für den einen Tweet, den ich vorhin euch eingeblendet habe. Und ja, dann hat der nochmal etwas anderes gepostet. Und hier habt ihr es auch wie immer eingeblendet, ihr wisst Bescheid. Jetzt hier ist es ein Zitat, sage ich jetzt mal, etwas Neues von den üblichen Ereignissen, also von den üblichen Events, die wir erhalten, hat er gleich gemacht, neues Update, beziehungsweise neue Inhalte, neuer Content, sowas halt. Das kennen wir ja alle schon. Wir bekommen halt gefühlt wirklich immer im Sommer ein neues Update. Das Summer DLC, wenn man das so nennen möchte, oder das Summer Update. Hier können wir auf jeden Fall wieder was erwarten. Erwartet aber nicht so viel. Wir können uns ja immer was wünschen. Damals sind die ja wirklich noch auf die Wünsche der Community eingegangen. Heute ist das eher nicht mehr so der Fall. Ja, wir alle wollen ja wirklich an Polizei-DLC. Das würde ja jetzt wirklich noch GTA sprengen. Würden die ein Polizei-DLC in GTA Online raushauen. Ja, auf jeden Fall schreibt mir mal eure Update-Wünsche und dergleichen in die Kommentare, was ihr noch unbedingt in GTA haben wollt und sollte das wirklich so der Fall sein. Wenn das ein krasses DLC ist, beziehungsweise ein krasser Content-Update,
Dann werde ich eventuell einen Livestream dazu machen. Ja, zu genaueren Infos kommt gerne auf meinen Discord-Server. Mein Link dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass in 2 Wochen ein neues Update mit neuem Content in GTA Online kommen wird. Ja, auf jeden Fall, was das Ganze sein wird, werdet ihr dann in ungefähr 2 Wochen dann auch sehen. Ja, es kommen noch andere Videos jetzt, also ihr müsst jetzt nicht damit rechnen, dass ich 2 Wochen Pause mache. Ja, nein, sowas machen wir natürlich nicht. Aber ihr könnt auf jeden Fall mit neuen, krassen Videos rechnen. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Ja, bleibt auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Infovideo gefallen. Und ich hoffe, ihr habt ein paar Fragen jetzt mal erklärt bekommen. Solltet ihr dennoch Fragen haben, dann schreibt sie in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Dann versuche ich die in den Kommentaren gerne zu beantworten. Das soll es auch schon von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video dann auch auf Ehre mit euren Freunden und aktiviert korrekt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video auf diesem Kanal verpasst. Ja, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video, schon wieder. Bleibt gesund und ciao. Sexy.